So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich schlage vor, wir starten jetzt in den heutigen Abend. Ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zum heutigen Fragen und Antworten Webinar Agenda Trader Mercury Andromeda. Es ist ja heute ein sehr heißer Tag wieder mal. Das heißt, ja, freut mich umso mehr, dass hier sich wieder doch einige Leute die Zeit nehmen, um hier dabei zu sein. Mein Name ist Gilbert Kreuztaler, CEO von Agenda Trader. Ich bin heute alleine von CapTrader, konnte heute leider niemand dabei sein. Das heißt, deswegen eröffne ich auch das Webinar, sind leider anderweitig beschäftigt heute. Und ja, der Sinn und Zweck des heutigen Webinars ist wieder Fragen und Antworten. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, können Sie jederzeit querbeet mir Fragen stellen rund um den Agenda Trader, was Sie genau speziell wissen möchten. Und ich werde natürlich versuchen, sie zu beantworten. Ich habe hier mal den Agenda Trader vorbereitet. Ich möchte heute grundsätzlich wenn es die Zeit zulässt, beziehungsweise möchte hier mit dem mal in den Action Bar wieder reingehen und hier ein paar Dinge vorstellen, wie man mit dem Action Bar umgeht, wie man damit arbeitet, was man hier einstellen kann. Ist immer ein sehr interessantes Thema, weil man doch über den Action Bar sehr viele Dinge sich vereinfachen kann. Ich schaue mir gerade mal Fragen an, die schon reingekommen sind. Das Webinar wird natürlich aufgezeichnet, das heißt, das ist dann auch abrufbar im Nachhinein und wird dann auf der CapTrader-Webseite beziehungsweise auch auf unserem YouTube-Kanal auch dann zu finden sein. Ich sehe hier mal eine Frage und zwar, wann dürfen wir endlich mit dem Update des CRT Masterclass Add-ons von Martin Görsch rechnen? Das würde ich Sie bitten, mit dem Martin Görsch zu besprechen, weil das sind nicht unsere Produkte, die wir weiterentwickeln, sondern das hat immer mit dem Partner zu tun. Unsere Produkte, die wir weiterentwickeln, sind das CRT Institutional, CRT Standard, Markttechnik Add-on und so weiter. Das heißt, wir werden Sie von uns dann informiert, wenn es Neuigkeiten gibt. Aber bei den Partnerpaketen ist natürlich immer der jeweilige Partner dafür verantwortlich, um die hier zu entwickeln, weiterzuentwickeln, zu verbessern. Und wir bekommen dann mehr oder weniger das fertige Produkt. Wir stellen es dann online, wir testen es und schauen auch, dass die Dokumentation und so weiter dann auch funktioniert. Gut. Okay. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ich würde ganz einfach bitten, mal den Martin hier zu fragen, wann er gedenkt, das neue Masterclass CRT-Add-on dann zur Verfügung zu stellen. Okay, gut. Gibt es Ihrerseits irgendwelche Fragen in Richtung Agenda Trader, was ich vielleicht speziell erklärt haben möchten? Ah, der Martin hat auf uns verwiesen. Dann muss ich nachfragen. Okay, vielen Dank. Weil vielleicht weiß bei uns Manuel oder jemand Bescheid, dass es hier etwas Neues gibt. Dann müsste ich hier nachfragen und schauen, was damit los ist. Okay, ich kümmere mich darum. Fein. Okay, dann starten wir mal los. Ich würde sagen, ich gehe heute mal rein in den Action Bar. Zeige Ihnen, was der Action Bar so kann, was Sie damit einstellen können. Ich habe hier mal einen voreingestellten Action Bar schon mit ein paar Funktionalitäten drinnen. Der Action Bar ist ja dieser Teil des Charts, der hier an der rechten Seite jedes Charts zu finden ist. Es gibt, wie man sieht, hier unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben hier zum Beispiel den Nasdaq 100, Listchart-Gruppe. Es gibt hier aber auch andere.
Moment, das muss ich weggehen. Ja, okay. Gehen wir darüber. Most Trade Futures, ja, okay. Wie man sieht, hier gibt es unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben hier einen Action Bar, der relativ ausgeprägt ist, mit sehr, sehr vielen Einstellungen. Ich habe hier einen Action Bar, der nur ein paar Funktionalitäten drinnen hat. Das heißt, man kann sich grundsätzlich den Action Bar pro Chart unterschiedlich einstellen. Einerseits pro Chart, andererseits pro Workspace und so weiter. Das heißt, wenn Sie hier schauen, haben wir hier einen ausgeprägten Action Bar und hier auf diesem Chart einen minimalistischeren Action Bar. Im Action Bar stellt man sich grundsätzlich Funktionalitäten ein, die man immer wieder verwenden möchte. Der Agina Trader hat ja sehr, sehr viele Chart-Funktionalitäten drinnen. Da hier immer aus den unterschiedlichen Menüs sich die jeweilige Funktionalität auszusuchen, ist natürlich irgendwann mühsam, wenn man relativ viel im Chart arbeitet. Und das haben wir natürlich auch erkannt und deswegen haben wir diesen Action Bar hier auch zur Verfügung gestellt, um dem User auch zu ermöglichen, genau diese Funktionalitäten, die er gern immer wieder verwendet, gern drinnen hat, hier auch zur Verfügung gestellt bekommt und zwar mit einem Mausklick. Grundsätzlich gehen wir mal durch den Action Bar. Wir haben hier unterschiedliche Möglichkeiten. Wir sind hier ja in einer Chartgruppe drinnen, wo wir unterschiedliche Zeiteinheiten haben. Der Action Bar ist natürlich hauptsächlich auch verfügbar in der Mercury-Version, aber man kann hier zusätzliche Funktionalitäten aus der Andromeda-Version mit reinnehmen. Hauptsächlich geht es hier dann darum, um diese Buttons, die in der Andromeda-Version vorhanden sind. Erkläre ich dann noch. Gut, okay, kommen wir zu den verschiedenen Funktionalitäten mal. Und zwar einerseits sehen Sie hier links oben, also hier rechts oben natürlich im Chart, aber auf der linken Seite im Action Bar oben diesen Button hier, wo man, wenn man draufklickt, sich das Chart vergrößern lassen kann. Das heißt, wir haben ja hier immer wieder drei verschiedene Charts in einer Chartgruppe, vier verschiedene Charts in einer Chartgruppe drinnen. Und man möchte sich das eine oder andere Chart mal größer anschauen. Wenn man seine Einstellung hat wie ich hier, dann hat man natürlich ein größeres Chart, zwei kleinere Charts. Aber es ist natürlich auch mal interessant, sich zum Beispiel das 15-Minuten-Chart hier anzuschauen und das 5-Minuten-Chart mal kurz wegzublenden. Und dann hat man genau hier die Möglichkeit, dass man auch hier drauf drückt und sich genau dieses 15-Minuten-Chart hier vergrößert und zwar in der Größe des Chart-Containers. Man klickt wieder drauf. Und dann wird das 15-Minuten-Chart wieder auf die Originalgröße gesetzt. Dasselbe auch hier mit dem 1-Stunden-Chart. Ich klicke hier drauf, sehe hier genau diesen Ausschnitt vergrößert, kann hier natürlich alles machen, was man machen möchte im Chart. Klicke hier wieder drauf und ich bekomme dann wieder grundsätzlich in Relation dessen, was man im großen Chart gesehen hat, auch wieder auf das kleine Chart projiziert. Das heißt, ich kann mir hier grundsätzlich die Chartgrößen einstellen. Das geht halt immer auf die Größe des Gesamtcontainers, der hier für das Charting bereitgestellt ist. Wir haben hier einerseits, wir haben hier die Möglichkeit, zum Beispiel verschiedene Dinge aufklappen zu lassen. Das heißt, das zuletzt eingestellte Bett, das hier habe ich, zum Beispiel, wenn ich hier auf das Chartbett gehe, kann ich es hier auf und zu machen. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, immer wieder das letzte Chartbett, das man eingestellt hat, hier auf und zu machen. Es kann ja irgendwann mal sein, dass ich auf Location Point drauf gehe. Jetzt weiß ich zum Schluss nicht mehr, was ich offen gehabt habe. Klicke ich hier wieder drauf, dann geht das Location Point Bett wieder auf. Ich war am Dom zum Beispiel, mache den Dom wieder zu. Und jetzt möchte ich wissen, auf welchem Chart ich das letzte Mal war, mache ich hier wieder auf und damit wird das letzte Bett hier wieder aufgemacht und das merkt sich ganz einfach. Das ist der Unterschied zu diesen verschiedenen Buttons, wo man hier draufklickt beziehungsweise sich hier jederzeit wieder umstellen kann, was ich hier gerne sehen möchte. Aber wenn ich immer das letzte sehen möchte, dann ist genau dieser Button hier dafür, steht zur Verfügung. Hier sehen wir den Quick Trader.
Da macht es Sinn, dass wir auf einen Wert gehen, wo wir auch Level-2-Daten haben. Ich gehe jetzt mal auf die Most Liquid Futures, gehe hier mal auf den FDAX und ich glaube, da haben wir Level-2-Daten mit diesem Datenfit. Ich klicke hier drauf, genau. Und das ist hier der Quick Trader. Das heißt, man hat hier die Markttiefe eingeblendet und zwar in Form von diesen Volumen. Bars, wo man sieht, auf welchem Preislevel welches Volumen liegt. Und man sieht hier mal auch sehr gut, wie viel das gerade drauf liegt, beziehungsweise kann das auch visuell natürlich auch hier einstellen. Natürlich kann man hier aus diesem Bett auch traden. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, entweder wenn ich hier auf das Grüne draufklicke, dann bekomme ich hier eine Stop-Order eingestellt, weil ich natürlich über dem Markt bin und hier nur eine Stop-Order eingestellt werden kann, beziehungsweise wenn ich hier auf die rote Fläche draufklicke, dann bekomme ich hier eine Verkaufslimit-Order eingestellt. Das ist natürlich auch hier nur so möglich. Ich kann hier keine Verkaufsstop-Order zum Beispiel einstellen. Dasselbe natürlich hier unten. Ich klicke hier drauf und ich bekomme hier eine Limit-Order eingestellt, eine Sell, eine Buy-Limit-Order, beziehungsweise ich klicke hier drauf. Und ich bekomme hier eine Sell-Stop-Order eingestellt. Das heißt, daher kann man relativ schnell heraus aus dem Quick Trade auch traden. In Kombination mit Agina Trader Plus gibt es dann noch viel weitere Möglichkeiten. Aber das würde heute zu weit führen, weil wir uns hauptsächlich auf die Funktionalitäten des Action Bars konzentrieren. Okay. Das heißt, hier Quick Trader ein- und ausschalten. Wenn man Level 2 hat, macht das natürlich Sinn. Auch wenn man kein Level 2 hat, kann man genauso hier den Quick Trader auch verwenden. Wenn man jetzt drüber geht auf den Nasdaq 100 und sich hier den Quick Trader einschaltet, im Nasdaq 100 haben wir keine Level 2 Daten abonniert über unseren Datenfeed. Das heißt, hier sieht man nicht das Volumen, aber ich kann hier trotzdem dann, wenn ich möchte, hier Orders relativ schnell einstellen. Eine Sache ist hier, die werden wir in der 207 verbessern. Wir sind ja hier auf der 206.176. Das ist die letzte aktuelle Agina Trader Version, die wir draußen haben. Wir werden in den nächsten Tagen eine weitere Version rausgeben. Noch eine 206, aber wir kommen dann schon langsam in den Sog der 207er Version. Und hier haben wir eine Verbesserung gemacht. Ein kleines Problem war natürlich hier immer, man hat hier zum Beispiel eine Short Order, eine Limit Short reingegeben, habe hier draufgeklickt, habe mich aber hier verklickt und hatte plötzlich, in dem Fall funktioniert es, habe nochmal draufgeklickt und habe plötzlich eine zweite drinnen gehabt. Das haben wir jetzt verbessert, indem wir diese beiden Bars hier, Balken hier, ein bisschen nach links verschoben haben, sodass wir hier genau den Freiraum haben für unser Kästchen, wo man die Orders auch stornieren kann. Das heißt, das wurde auch von den Kunden angefragt, von den Usern angefragt, ob man das nicht ändern kann. Das haben wir jetzt in der 207 auch so gemacht. Das heißt, es wird ein bisschen besser und weniger fehleranfällig für den User, dadurch, dass hier das X, das Close, das Cancel, der Cancel-Button jetzt hier dann wirklich nicht über einen Trading-Balken steht. Okay, das heißt, hier Quick Trader. Wir haben hier, und das, auf das werden wir dann später eingehen, dieser Button ist, hier kann man damit den Action Bar hier einstellen. Und zwar sehr spezifisch. Wie man hier sieht, haben wir hier Indikatoren drinnen. Wir haben dann, das ist für Agina Trader Plus, für den Andromeda interessant, wenn jemand halbautomatisiert handelt, und so weiter. Das heißt, hier kann man sich unterschiedliche Dinge einstellen und die dann auch hier im Action Bar hier verwalten. Kommen wir aber später noch mehr dazu. Nächste ist das Trading Bed. So kennt man es aus der Mercury-Version. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, zusätzliche Informationen einzugeben. Ich kann ja jederzeit aus dem Chart heraus handeln und kann sagen, ich möchte hier eine Stop-Order eingeben oder ich gehe hier über den Quick Trader und so weiter. Hier hat man ja die Möglichkeit, sehr viele Dinge einzustellen. Ich habe aber hier noch mehr Möglichkeiten. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel einstellen, ob ich außerbörslich handeln möchte. Ich kann mir hier die Ordergröße einstellen, dass ich es verstellen kann. Zum Beispiel, man gibt hier
ein und kann danach, wenn man hier raus handelt, zum Beispiel eine Kaufmarket oder eine Kaufstop-Order, kann man sich hier dann auch wirklich drinnen die Anzahl einstellen. Man hat natürlich immer auch die Möglichkeit, sich im Orderbalken selbst dann die Ordergröße umzustellen. Das heißt, ich gebe hier eine Stop-Order ein, gehe hier auf 200 zum Beispiel, bestätige das, dann habe ich hier natürlich die 200 drinnen. Das hat jetzt im Moment nichts wirklich zu tun mit dieser Anzahl hier drinnen, weil hier ist immer die Default-Anzahl drinnen und hier ist immer die eingestellte Größe drinnen, die man in der jeweiligen Order drinnen hat. Das heißt, hier stellt man sich eigentlich grundsätzlich, kann ich mir die Default-Größe für dieses Instrument oder für dieses Chart hier, für diese Listzergruppe einstellen. Hier kann man dann grundsätzlich noch wählen, welche Orders ich hier aus dem Chartbed einstellen möchte, ein Limit, Stop Limit, eine Stop Market und so weiter. Das heißt, hier gibt es einfach die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Order-Typen, die man hier aus dem Trading Bed bedienen möchte. Was ich hier aber noch zusätzlich einstellen kann, und zwar, das ist ein bisschen eher interessant wie alles andere, was ich hier oben finde, kann ich hier natürlich übers Chart viel einfacher einstellen. Aber hier kann man dann den Order-Ablauf eingeben, wo ich sage, Good Deal cancelled. Das heißt, die Order bleibt so lange drinnen, bis ich sie händisch aus dem Markt rausnehme oder bis sie natürlich der Markt abholt. Hier kann ich einstellen, ob die Order tagesspezifisch ist, das heißt, sie wird mit Ende des Tages gelöscht, oder ich kann hier einstellen, bis wann sie gültig sein soll. Das hat natürlich wieder zu tun, ob der jeweilige Broker das natürlich auch unterstützt. Das heißt, diese Order-Typen oder Order-Expiries oder Ablaufmöglichkeiten, die muss natürlich ein Broker auch unterstützen können. Aber nur, dass man hier kurz sieht, was hier möglich geht, ist über dieses Orderbed. Das heißt, man hat ein bisschen mehr Möglichkeiten, um sich spezifische Dinge einzustellen, als mit dem Chart Trading. Ich habe natürlich auch im Chart Trading auch diverse Möglichkeiten, dass ich hier sage Stop. Und genau habe ich hier dieses Icon auch und kann mir natürlich hier genau ähnliche Dinge auch einstellen wie im Trading Bed drinnen. Hier kann ich halt, muss ich halt jedes Mal draufklicken, wenn ich was verändere. Das Bett kann ich offen lassen und ich kann mich hier von einem Wert zum anderen schwingen und kann hier natürlich über dieses Trading Bed hier spezifisch zum jeweiligen Instrument meine Einstellungen machen. Ja, das ist wiederum das Location Point Bed. Das ist natürlich nur dann vorhanden, wenn man auch das Location Point Package hat, beziehungsweise ja, wenn man das jeweilige Package geordert hat. Gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, aber man sieht eben, wir haben hier auch für Location Point hier ein sehr komfortables Bett gebaut, wo man sehr viele Dinge einstellen kann. Das ist hier der Dom. Da würde ich sagen, da gehen wir wieder rüber, nur dass man kurz sieht. Ich gehe nicht genau auf den Dom ein, was der genau kann, aber nur, dass man es hier auch erkennt. Wir gehen wieder rüber auf die Futures, Most Liquid Futures. Wir haben hier den FDAX. Wir sehen ja, wir haben hier schon Level 2 Daten. Wir machen den Dome Depth of Market auf und man sieht hier das, was hier im Dome in der Preisleiter läuft, sieht man natürlich in ähnlicher Form ein bisschen anders dargestellt, auch im Quick Trader. Habe hier natürlich mehr Einstellungsmöglichkeiten im Dome drinnen. Das ist aber ein eigenes Webinar, um wirklich den Dome hier genauer zu erklären, was der kann, was der genau macht. Aber nur, falls man hier sucht, wo man einen Dome aufmachen kann, Depth of Market, dann findet man das genau hier auch im Action Bar. Und was das Coole eigentlich daran ist, ist, dass ich jederzeit, wenn man natürlich jetzt hier die Level 2 Daten auch hat, ich habe hier einen Dom und der geht jedes Mal zum jeweiligen Instrument auf. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht in einen Dom hier ein Symbol eingeben. Man kann es natürlich hier auch eingeben, aber ich muss nicht hier immer etwas ändern, sondern die haben wir gleichgeschaltet mit der Listchart-Gruppe. Das heißt, hier sind wir im Eurostoxx, im Dom kann ich mir hier meine Orders eingeben. Man sieht hier, es ist hier auch gleich die Order eingegeben worden. Man sieht hier aber auch, ich kann hier
das mehr oder weniger auch von allen Seiten her aus bedienen. Das heißt, ich gebe im Dom hier eine Order ein, die sehe ich im Chart und kann sie aber natürlich im Chart dann aber auch verschieben und so weiter. Das heißt, das gibt hier schon sehr viele Möglichkeiten auch in diese Richtung. Man sieht jetzt hier aber auch, dass man seit neuestem auch die Orders auch im Dom verschieben kann. Moment, sie ist hier runter. So, jetzt, das ist auch eine neue Funktionalität, aber wie gesagt, Dom ist ein eigener Fall, der müsste mal in einem eigenen Webinar wirklich im Detail behandelt werden. Fein. Was ist der nächste? Die nächste Funktionalität im Action Bar. Wir haben hier den Dom kurz hergezeigt. Wir gehen wieder rüber auf unseren minimalistischeren Action Bar. Was ich hier noch drinnen habe, sind zum Beispiel diese Instrument Use, wo ich mir hier über Google, über verschiedenste Informationen holen kann. Das heißt, es gibt ja sehr viele Informationen zu dessen Werten, zum Beispiel hier über Amazon, beziehungsweise wenn ich jetzt hier runtergehe, möchte ich mir Informationen holen über Baidu und so weiter. Das heißt, hier haben wir dieses Newsboard drinnen, wo man sich dann das eigentlich, was auf Google auch mehr oder weniger zur Verfügung gestellt wird, an Informationen direkt hier aus dem Action Bar auch aufrufen kann. Also das ist auch eine relativ hilfreiche Funktionalität. Möchte ich gerne irgendwelche News wissen, möchte ich gerne schauen, was zu BMRN gerade News stehen. Da kann ich hier draufklicken und habe hier im Moment alle News, die es irgendwo zu diesem Wert gegeben hat, kann ich mir anschauen und kann mir hier natürlich sehr hilfreiche Zusatzinformationen holen zu meinen Trading-Entscheidungen. Sehr hilfreich im Trading. Dieser Button hier gibt die Funktionalität. Okay, da habe ich jetzt, glaube ich, den falschen Datenfeed. Das kann ich jetzt nicht herzeigen, weil Teletrader, was ich weiß, unterstützt keinen. Das muss ich mir jetzt anschauen. Unterstützt. Nein. Keine Price Levels. Das kann man hier leider, da müsste man schauen, ob das geht. Order Stream. Nein. Ja, das sind nur die hier mit aufgezeichnet werden. Aber das ist hier genau die Sache. Wir sind jetzt schon eine Zeit lang drinnen im Webinar. Natürlich haben wir schon ein paar Minuten hinter uns und deswegen sehen wir auch hier die mit aufgezeichneten Order Stream Werte. Das muss man natürlich, dafür braucht man auch einen Datenfeed, der die historischen Bit- und Ask-Werte hier anzeigt, um das Order Stream Bit auch bedienen zu können. Wie gesagt, das ist hier auch nur, dass man weiß, was das bedeutet. Das heißt, das ist das Order Stream Bit, wo ich dann den ganzen Order Stream, die ganzen Einstellungen machen kann. Das ist wiederum ein eigenes Webinar. Dafür gibt es auch schon ein Webinar, das haben wir auch gehalten, schon zusammen mit CapTrader, das heißt, wenn Sie auf die CapTrader YouTube-Seite schauen, beziehungsweise auf deren Agina-Trader Webinar-Aufzeichnungen, finden Sie dort auch schon ein Webinar, wo es genau um diesen Order-Stream hier auch geht. Volumen-Trading in Kombination mit Order-Stream. Okay, gut. So, jetzt kommen wir aber schon langsam dorthin, wo wir wirklich Dinge einstellen können. Das heißt, das hier oben sind hier Buttons, die man ganz einfach drinnen hat, wo man wissen muss, was machen die, was können die, die werden sich auch nicht ändern. Jetzt kommen wir schon langsam zu den Bereichen, wo wir wirklich Dinge einstellen können. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel die Zeiteinheiten. Sie sehen hier, dieser Slider-Bar ist, dass man sich hier verschiedene Zeiteinheiten einstellen kann und man sieht auch, wie schnell hier eigentlich diese Daten hier geladen werden und man kann sich das hier relativ flink von einer Zeiteinheit in die andere schwingen.
Wir sehen hier aber auch, wir haben hier 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, Tag, Woche, Monat. Okay, so das heißt, wir haben mal diese Informationen drinnen, aber es gibt natürlich auch User, die hätten gerne andere Zeiteinheiten gezeigt, wie zum Beispiel ein 10-Minuten-Chart oder vielleicht ein Non-Time-Based, ein Tick-Chart oder ein Volumen-Chart hier drinnen. Das möchte man sich auch gerne anschauen. Und genau hier hat man die Möglichkeit, dass man sich das hier mal grundsätzlich auch einstellen kann. Man sieht hier auch, das sind die Einstellungen, dieselben Einstellungen, die auch aus dem Chart hier direkt auswählbar sind. Aber man möchte vielleicht allgemein grundsätzlich mehr Zeiteinheiten sehen oder vielleicht nur für dieses eine Chart. Ich zeige es Ihnen jetzt mal, wie man das für dieses eine Chart macht. Ich werde Ihnen danach zeigen, wie man diese Einstellung dann allgemein machen kann, allgemein verfügbar, wenn ich diese Information auch oder diese Einstellung auch hier machen möchte, in einem anderen Chart. So, wir klicken hier drauf auf Action Bar Settings und man sieht hier schon die unterschiedlichen Kategorien, die ich mir hier einstellen kann. Es gibt hier auch die Zeiteinheiten. Und bei den Zeiteinheiten sieht man jetzt schon, sind genau diese Zeiteinheiten auch drinnen, die man auch hier sieht. Das heißt, ich möchte mir jetzt zum Beispiel die 10 Minuten dazustellen. Dazu gehe ich hierher, klicke hier drauf und gebe hier, wir haben hier eingestellt 10 Minuten, also Minuten. Ich könnte hier natürlich auch Tage, Stunden und was ich auch immer auswählen. Wir haben hier Volumen, wir haben hier aber auch Ranges, Reversal Bars, Heikin-Ashi, Renko und so weiter. Das heißt, wir haben hier relativ viele Auswahlmöglichkeiten drinnen. Gut, das heißt, wir wählen hier mal 10 aus. Wir wollen ja 10 Minuten sehen. Sagen wir, okay, damit haben wir auch nun die 10 Minuten drinnen. Jetzt klicken wir auf Apply, auf Bestätigen. Und damit haben wir, machen wir zu, haben wir jetzt hier 30 Minuten, 15 Minuten, 1 Minute und wir haben hier oben 10 Minuten hinzubekommen. Das heißt, es ist ganz oben 10 Minuten, das ist Monat und die Woche. Jetzt möchten wir aber natürlich dadurch, dass wir hier die 1 Minute haben, hier die 5 Minuten haben und hier die 15 Minuten haben, möchten wir natürlich die 10 Minuten zwischendrin anzeigen. Dazu kann man es, das kann man natürlich auch gleich vorher machen, aber dazu positioniere ich mich hier, sage hier nach oben bewegen und man sieht, wie hier die 10 Minuten raufwandern und jetzt habe ich sie zwischen den 10 oder zwischen den 15 und 5 Minuten drinnen, sage hier okay oder apply, okay, so und damit hat sich auch dieser Action Bar hier umgestellt. Wir haben einen Tag. Jetzt, wir haben 5 Minuten, 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Das heißt, das kann man sich hier einstellen, auch die Reihenfolge, wie ich es gerne hätte. Jetzt möchte ich mir noch gerne Tick-Charts hinzufügen, und zwar ein Zeiteinheiten. Ich hätte gerne, was ist da interessant, ein 5, ein 10-Tick-Chart zum Beispiel oder sagen wir ein 20-Tick-Chart drinnen. Tick-Charts ist immer, zeige ich dann gleich, das ist die Ausdehnung, das ist die Anzahl der Ticks, die gemacht werden müssen, um einen neuen Bar zu erhalten. Oder gehen wir zum Beispiel, gehen wir lieber auf Range Bars. Das ist eher besser. So, wir gehen hier auf Range Bars und ich möchte hier ein 20 Range Bar sehen. Kann ich jetzt nicht näher erklären, was die Range Bars wirklich sind. Das müssten Sie bitte nachlesen, wenn Sie es nicht wissen. Aber man kann sich das hier einstellen. Ich sage hier okay. Sage hier wieder apply. Jetzt haben wir die 20 Range Bars wieder 1 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten. Das heißt, die sind jetzt ganz oben. Habe ich jetzt hier eingestellt und wenn ich hier raufgehe, bin ich jetzt hier auf den Monat und jetzt gehe ich hier rein in die 20 Range Bars und die dauern immer ein bisschen, bis die geladen werden.
wenn wir mal schauen, ja, jetzt hier sieht man diese 20 Range Bars. Das heißt, wir haben hier eine Range von 20 Ticks vom Hoch bis zum Low. Wenn die erreicht worden sind, wenn diese 20 Ticks hier in diesen Range drinnen sind, dann wird ein neuer Balken gezeichnet. Das ist eine ganz spezielle Art und so weiter. Das heißt, hier haben Sie ganz, ganz einfach die Möglichkeit, dass Sie sich hier dann auch runter und rauf scrollen und sagen, ich möchte mir jetzt die Woche, ich möchte mir jetzt die 5 Minuten anschauen und jetzt möchte ich mir aber auch diese 20 Range-Bars gleich anschauen und ich habe sie da. Sobald die einmal geladen sind, funktionieren die eigentlich ein bisschen flink, sind sofort geladen. Fein. Okay, das heißt hier nochmal zur Erinnerung, wie kommt man dazu, dass man hier sich diese Zeiteinheiten einstellen kann? Man geht hier auf das Action Bar Settings, man geht hier auf die Zeiteinheiten, man kann sich hier auswählen, was ich gerne dazu haben möchte, welche Zeiteinheit ich gerne zusätzlich sehen möchte, 45 Minuten, 27 Minuten, was auch immer einem hier einfällt. Und hier bestätigt man das Ganze dann. Man geht hier auf Apply bzw. bestätigen und hat danach auch diese jeweilige Zeiteinheit hier in dieser Art und Weise auch eingestellt. Ich habe jetzt 1 Minute, nehmen wir jetzt noch einmal die 3 Minuten dazu. Na, okay, so schieben wir die wieder hinauf, nach oben bewegen. Die gehen wir rein zwischen 1 Minuten und 5 Minuten. Apply, okay, so. Und damit haben wir jetzt hier auch drinnen schon diese 3 Minuten werden ausgelesen und sind sofort da. Sie möchten gerne das Volumenchart sehen. Okay, bin mir jetzt nicht sicher, ob Sie das Volumenchart, das ist die Volumendatenserie. Wir haben hier jetzt nicht die Volumenindikatoren drinnen, aber die Volumen-Candles, das heißt, hier wird eine neue Candle gezeichnet, wenn ein bestimmtes Volumen gehandelt wurde. Das geht in diese Richtung, dass man hier auch Volumen eingeben kann. Das ist eine Zeiteinheit. Wie gesagt, wir haben, ich spreche nicht von den Volumencharts mit Volumenindikatoren und so weiter. Das würde heute wieder zu weit führen, und das zu zeigen. Aber nur, dass Sie sehen, wie Sie hier auch ein Volumen eine Volumendatenserie reinbekommen. Volumen. Bin mir jetzt nicht sicher, was hier, gehen wir auf 1000. Was hier wirklich gehandelt wird. Bin jetzt mal gespannt, was hier rauskommt. Okay. Okay, das hier, da sehen wir jetzt die 1000 Volumen. Das heißt, jede dieser Kerze hat ein Volumen von mehr als 1000. Das heißt, die springen um, sobald ein größeres Volumen als 1000 gehandelt worden ist. Schauen wir uns das mal an. Und man sieht hier, wir haben hier überall drinnen genau 1000. Das heißt, sobald hier 1000 Stück einer Aktie, eines Futures oder was auch immer gehandelt worden sind, fängt eine neue Kerze an. Das ist nur mit Volumendatenserien gemeint. Das kann man sich hier auch in den Zeiteinheiten einstellen. Okay. Nächste Einstellungsmöglichkeit ist, gehen wir hier mal rein. Was kann man sich noch in dem Action Bar einstellen? Ich nehme jetzt hier mal unten dieses Indikator wieder raus. Gehen hier auf den Action Bar. Was kann man sich noch im Action Bar noch einstellen? Okay, der hat jetzt eine Zeit lang nicht. Laden wir neu nach. Okay, da ist jetzt eine Zeit lang nichts passiert drauf. Ah, okay, weil wir auf Volumen waren. Hier sind einige Volumina auf derselben. Das ist auch interessant, das passiert im Volumenchart.
Hier sieht man, dass hier einige Volumina auf exakt im selben Preis gehandelt worden sind. Das heißt, hier sind mehr oder weniger, wenn wir 1000 haben, sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7000 BMRNs auf dem exakt selben Preis gehandelt worden. Deswegen haben wir hier nur diese dünnen Striche. Okay. Gehen wir auf Indikatoren. Wir haben ja schon einige Indikatoren eingestellt. Das Coole an diesen Indikatoren ist, dass das sogenannte Dynamic Indicators sind. Das heißt, es sind auch Indikatoren, die ich immer wieder gerne sehen möchte. Ich habe hier mal eingestellt den Climatic Distance und Support Resistance Areas. Wir nehmen uns jetzt noch zwei Indikatoren dazu, und zwar sieht man die auch hier. Das heißt, hier ist der Climatic Distance, hier ist der Support Resistance Indikator, und ich nehme jetzt noch den RSI hinzu und den Stochastik. Ich klicke hier, ich zeige es nochmal. Das heißt, wir gehen hier auf Bearbeiten. Es springt hier das Pop-up auf, das Indikatoren-Pop-up, das wir auch hier aus dem Chart kennen. Wir gehen runter auf RSI, Doppelklick, und damit haben wir den RSI drinnen. Man kann hier natürlich den RSI einstellen und sagen, ich möchte hier den RSI 8 haben, zum Beispiel 8,3 oder 8,2 oder was auch immer. So, ich möchte aber jetzt auch noch dazu haben, sagen wir das Rainbow. Ich möchte noch dazu haben den Stochastik, wie wir gesagt haben. Kann ich mir auch hier auswählen. Session alle, die mit S anfangen. Wo ist das Stochastik? Stochastik hier. Und ich möchte mir auch den Ichimoku noch dazu holen. So, hier haben wir den Ichimoku. So, okay. Jetzt haben wir die drei, oder besser gesagt, die sechs verschiedenen Indikatoren. Das sind meine Lieblingsindikatoren. Die kann ich mir dann natürlich einstellen, wie ich es gerne hätte. Sag hier wieder okay. Damit sind diese Indikatoren auch hier drinnen. Ich sage hier wieder Apply, bestätigen. Damit sehe ich jetzt hier im Action Bar wieder genau diese Indikatoren, die ich mir gerade vorhin eingestellt habe. Man sieht hier auch ungefähr die Hauptlinie, die hier, die Farbe der RSI ist zum Beispiel die Hauptlinie grün. Und das Tolle daran ist, dass hier im Action Bar drin, das sind sogenannte Dynamic Indicators, ich kann hier mit der Maus hier drüber fahren, und ich sehe hier dann sofort den jeweiligen Indikator, den ich mir hereingelegt habe. Möchte ich jetzt einen dieser Indikatoren persistieren, drücke ich drauf. Damit ist dieser Indikator ersichtlich. Möchte ich jetzt den RSI sehen, ist für mich länger interessant, klicke ich hier wieder drauf. Damit bleibt der Indikator wieder unten. Klicke ich hier wieder drauf, damit ist der Indikator wieder weg. Das heißt, damit ist der RSI wieder nur über das Maus-Hovering erreichbar. Klicke ich auf den Rainbow drauf, ist auch der Rainbow wieder weg und so weiter. Das heißt, ich kann mir hier meine Lieblingsindikatoren einstellen, aber ich muss mir nicht permanent den Chart damit zupflastern, wenn ich fünf, sechs Indikatoren, mit denen ich arbeite, sehen möchte, aber die interessieren mich nicht dauernd. Ich möchte sie nur dann sehen, wenn ich sie wirklich brauche. Und genau dafür sind auch diese Action Bar Indikatoren gut, indem ich einfach hier sage, okay, ich schaue mir mal schnell einen an. Wie schaut der RSI aus? Ist der für mich interessiert oder nicht? Möchte ich ihn jetzt länger anschauen, klicke ich drauf, dann bleibt er da. Ist er wieder uninteressant, weil er in irgendwo ein Bereich ist, der mich nicht mehr interessiert, klicke ich wieder drauf und der ist weg. Die bleiben natürlich auch drinnen. Das heißt, wenn ich hier auf diesem Chart hier draufklicke und hier auf einen neuen gehe, auf ein anderes Chart, sieht man, bleibt der RSI bestehen. Gehe ich wieder zurück auf den BMRN, natürlich bleibt er auch. Klicke ich wieder auf den RSI, ist er wieder weg. Das heißt, hier können Sie wirklich Ihre Lieblingsindikatoren jederzeit einstellen. Nächster Teil im Action Bar, jetzt haben wir die Indikatoren, klicken wir hier wieder drauf. Das sind die sogenannten Entry Escorts. Das ist wiederum eine Sache, die gibt es nur in der Andromeda-Version. Und zwar kann man sich hier seine Lieblings-Setups einstellen.
Wer die Andromeda hat, wird wissen, was ein Setup ist, wird wissen, was ein Entry, ein Stop, ein Target ist, und kann hier sich sein Setup einstellen, dass er am liebsten handelt. Wir haben ja hier drinnen die verschiedenen Signale, dass wenn ich auf ein Signal draufdrücke, automatisch ein Setup in den Markt gestellt bekomme, wie zum Beispiel, ich gehe hier drauf und bekomme, weil ich hier drauf geklickt habe auf dieses Setup, das ist ein Short-Signal bekomme automatisch hier dieses Setup hier eingestellt. Okay. Im Scanner bekomme ich aber alle Signale, die es irgendwo gibt. Jetzt gibt es aber natürlich immer wieder Situationen, wo ich sage, das ist eigentlich mein Giving-Setup. Das ist ein Stairway, wenn der auftritt, oder der 20-Train oder was auch immer, den möchte ich auch direkt handeln, auch wenn ich kein Signal bekomme. Und das funktioniert einfach so, ich klicke hier drauf und ich bekomme dieses Setup hier eingestellt. Im Moment haben wir zwei Setups, das heißt, die grünen Buttons sind die Buy, die roten Buttons sind die Sell Setups. Ich habe hier den Buy eingegeben, ich gehe jetzt auf ein Sell, klicke hier drauf und ich habe automatisch das Sell Setup drinnen. Das heißt, das ist hier Einstieg, das ist der Stop, das sind die Targets. Ich entscheide mich um und sage, ich möchte hier long gehen, ich klicke hier drauf und ich habe automatisch jetzt hier das Buy Setup wieder eingestellt. Das heißt, hier haben Sie eine schnelle Möglichkeit, ganz einfach ein Setups reinzustellen, ohne lang jetzt irgendwo einen Stopp und die Targets platzieren zu müssen, wenn Sie es gerne händisch machen wollen. Wie stellt man sich die ein? Jedes Setup, und dazu kann ich jetzt auch nicht weiter ausholen, wie man sich die Setups zusammenstellt. Das ist Sache des jeweiligen Setup-Escorts, wie ich die Stops, die Targets hier einstelle. Das ist wiederum ein eigenes Webinar, was man hier machen kann, aber nur, dass man sieht, wie man die Buttons hier reinbekommt. Ich gehe hier auf Entry Escorts. Ich habe hier schon das Stairway und den 20 Train ausgewählt. Normalerweise haben Sie nicht so viele von diesen Kategorien hier, wie ich sie habe. Das ist natürlich bei mir, weil ich mich relativ viel herumspiele, weil ich sehr viele Packages auch importiert habe. Jetzt habe ich hier alle möglichen Kategorien drinnen. Normalerweise haben Sie hier ein oder zwei Kategorien drinnen und können hier aus ganz einfach Ihre Signale auswählen, die Sie im Scanner laufen haben, aber gerne dann wirklich in den Action Bar geben möchten. Ich wähle mir jetzt hier da den 20 Train aus und ich wähle mir hier dann den LP Wipeout mit aus. Sag hier okay. So, apply. So, damit sieht man jetzt, habe ich jetzt hier vier Buttons. Und wenn ich jetzt hier drauf drüber hovere, sehe ich dann genau, um welches Setup es hier handelt. Das ist hier das Wipeout, das ist hier der X-Train, das ist der 20 Train, das ist der Stairway. Klicke ich hier auf den Wipeout drauf, bekomme ich genau dieses Wipeout Setup hier eingesetzt, das ich mir eingestellt habe. Man sieht es auch hier, dass das hier das Wipeout Setup ist. Das heißt, ganz einfach, nochmal hier reinschauen. Ich gehe hier auf die Entry Escorts, wählen wir eines oder mehrere meiner Lieblings-Setups aus. Ich wähle mir jetzt eines weg. Sage hier wieder Apply. Dann werden Sie sehen, dann wird hier eine Buttonreihe verschwinden. Apply. Damit haben wir nochmal drei da. Und damit habe ich hier genau meine drei Setups, die ich gerne auch manuell schnell aus dem Chart heraus traden möchte. Wie gesagt, das ist hier Risikomanagement mit den Trading Stops dabei, mit den Risikoberechnungen und so weiter. Das heißt, hier haben Sie natürlich alle Vorteile des Agenda Traders drinnen und die extrem schnell dann im Chart. Ja, okay. So, das nächste ist, das war jetzt eher die Andromeda-Geschichte. Was Sie hier auch sehen, sind die Order Templates. Und zwar, es gibt auch in der Mercury-Version kann man sich ja manuelle Templates bauen. Da gibt es auch ein eigenes Webinar dazu, das ich schon gehalten habe. Aber nur, dass Sie sehen, wie Sie die jetzt auch reinbringen. Das ist eher das Setup-Handling in der Mercury-Version.
Das heißt, Sie können sich hier Ihre Lieblings-Setups einstellen. Die sind aber nicht Risiko- und Money gemanagt, so wie, und haben auch keine Trailing-Stops, so wie sie in der Andromeda sind. Das heißt, wenn Sie die Mercury-Version haben, ist das für Sie interessant, um hier auch schnell auf dem Chart traden zu können. Wir sehen hier wieder, es haben sich hier zwei Button eingefügt. Ich sage hier, okay, ich möchte jetzt mein Short Breakout oder mein Long Short Breakout hier einstellen. Klick hier drauf. Okay. Spannend. Ah, ich habe hier ein Volumen. Schauen wir mal. Geht das vielleicht nicht? Die habe ich jetzt schon länger nicht mehr bedient. Ah, nein, das ist immer noch in der. Muss das nicht. Ah, ich weiß schon, was los ist. Weg hier, rein, hier wieder. So, long, short. Breakout. So, okay. Jetzt geht's. Es ist nur eine Strategie gelaufen, deswegen konnte ich keine anderen mit reinstellen. Keine anderen Orders, weil wir noch im AT++-Modus waren. Den habe ich jetzt ausgeschalten hier. Und jetzt sieht man, welche komplexen Orderstrukturen man hier einstellen kann. Das heißt, klickt man auch mal weg, das Ganze. Sie sehen hier eine Situation, wo Sie sagen, hier möchten Sie gerne vielleicht in einer Seitwärtsphase, suchen wir uns hier vielleicht einen Wert aus, der irgendwo in die Seite läuft. Und Sie sagen, Sie wissen jetzt nicht ganz genau der hier bricht ja nach oben oder nach unten aus. Es gibt hier ein Setup, das Sie vorher schon eingestellt haben, beziehungsweise abgespeichert haben. Das ist Long Short Break Setup. Und genau hier sehen Sie genau dieses Setup, können Sie sich hier auch einstellen und können sagen, okay, wenn der Markt nach oben ausbricht, möchten Sie gerne long dabei sein, wenn er nach unten ausbricht, short dabei sein. Sie klicken hier drauf, Sie klicken hier drauf und mehr oder weniger sind Sie dann im Trade, wenn das natürlich hier auch richtig eingestellt worden ist. Das heißt, ich habe hier natürlich Stop Orders drinnen und so weiter, die rasch ausgeführt werden. Aber grundsätzlich haben Sie hier die Möglichkeit, dann über diese, je nachdem, wie dieses Setup aufgebaut worden ist, hier ganz einfach mit einem Klick dieses Setup einzustellen und können es direkt hier aus dem Chart dann abfeuern. Müssen natürlich wissen, was diese Setups genau machen. Ich habe jetzt mal irgendeins reingestellt, das irgendwie funktioniert hat. Gut. Diese Setups müssen Sie aber selber erstellen und abspeichern. Dazu gibt es aber auch im Chart Trading Webinar, das wir halten, gibt es auch die Erklärungen dazu, wie diese Setups hier aufzubauen sind bzw. einzustellen sind. Aber man sieht hier, heute ist wichtig, dass man weiß, was kann man sich hier reinlegen. Welche Funktionalitäten. Zeiteinheiten habe ich schon durch. Instrumentlisten, Moment mal, gibt es vorher noch etwas anderes. Gehen wir auf die Zeichnungen. Zuvor, Sie können sich hier auch unterschiedliche Zeichnungen reinlegen. Man sieht hier, das ist die Ellipse, das ist die Arrow Line, das ist die Trendlinie. Das heißt, wenn Sie auch spezielle Lieblingszeichenwerkzeuge haben, können Sie die ebenfalls hier reingeben. Und da wollen Sie jetzt vielleicht in den Fibonacci-Tool noch mit dabei haben. Wiederum hier draufklicken. Sie gehen auf Zeichnungen. Sie wählen hier wieder rum aus. Ich hätte gerne die Fibonacci Retracements oder die Projections hier drinnen, aber auch gerne die Fibonacci Retracements. So, leg mir die dazu, sage hier wieder Apply bestätigen. Okay. So, damit habe ich jetzt hier mehrere und zwei mehr. Klick hier drauf und habe hier die Möglichkeit, sofort daraus mir auch mein Fibonacci zu zeichnen. Das heißt, wenn Fibonacci eines meiner Lieblingswerkzeuge ist, haben Sie hier drinnen genau die Möglichkeit, sich das Fibonacci-Tool auch mit reinzulegen, beziehungsweise das sind hier wirklich die Retracements, dass Sie hier auch sehen, okay, das ist hier das Retracement aus dieser Bewegung heraus, beziehungsweise das ist die Projektion aus dieser und dieser Bewegung heraus in diese Richtung. Ganz einfach die Shortcuts, beziehungsweise die gerne verwendeten Tools können Sie hier einstellen. Nächster Punkt sind die Preisstile. Was ist ein Preisstil?
Wir haben hier die Candles. Die Kerzen sind ja die meistverwendetsten, aber es gibt ja natürlich andere, wie zum Beispiel ein Barchart oder es gibt auch Volumencharts, Äquivolumen, Äquivalent Shadow, Candle Volume und so weiter. Es gibt auch zum Beispiel ein Mountain Chart, beziehungsweise auch, wie wir schon gesagt haben, die Order Streams. Wenn das hier meine Preisziele sind, die ich gerne verwende, zum Candle Chart hinzu, sage ich hier auch ganz einfach Apply. Somit habe ich jetzt hier, sieht man, die unterschiedlichen Preisstile, die es noch gibt. Das hat nichts zu tun jetzt mit der Datenserie beziehungsweise mit den Volumen oder Tick-Charts, sondern es ist ganz einfach eine andere Darstellung. Und wenn ich hier draufklicke, dann habe ich hier genau dieses, den Barchart drinnen nach der Barchart-Präsentation. Klicke ich hier wieder drauf, habe ich wieder die Candles drinnen. Klicke ich hier drauf, habe ich den Mountain Chart drinnen. Hieraus kann ich mir die Äquivolumen-Charts zeichnen, wo das Volumen in das jeweilige Chart mit einfließt. Das heißt, man sieht anhand der Stärke der Kerze, wie viel Volumen hier in der Kerze drinnen ist. Kleine, dünne Kerzen, da ist kein Volumen drinnen. Große, dicke, fette Kerzen, da ist viel Volumen drinnen. Das heißt, das ist auch sehr hilfreich fürs Trading, dass man auch hier zusätzlich diese Information in der jeweiligen Kerze drinnen hat, um sich ungefähr auszurechnen, wo könnte der Markt hingehen. Ja, Kerzen, wie gesagt, vorhin ist auch die Frage gekommen nach dem Volumen Charts. Hier ist natürlich ein Teil des Volumen Charts drinnen. Über Teletrader leider nicht so gut ersichtlich wie über andere Datenfeeds. Wenn man hier auf die Minute runtergeht, sieht man es besser. Aber das ist hier, hat hier nicht wirklich große Aussagekraft, weil dieser Datenfeed nicht wirklich da prädestiniert ist, um diese Volumencharts, diese Order Stream, Order Flow Charts hier wirklich auch gut zu präsentieren. Da eignet sich andere Datenfeeds besser, um hier reinzugehen, wie IQ-Feed, wie Rhythmic, wie CQG und so weiter. Taipan ist auch sehr gut mit den historischen Bid- und Ask-Preisen. Teletrader ist da leider nicht so gut. Jeder Datenfeed hat seine Vor- und Nachteile. Aber sehr schnell natürlich erreichbar, wenn man es jetzt hier drinnen haben möchte, dass ich umschalte von einem Order Stream auf einen Bar Chart beziehungsweise auf einen Candle Chart, hat man hier zwei Klicks und oder einen Klick und man ist auf der anderen Präsentationsart. Letzter Punkt für heute. Und zwar, das ist auch sehr hilfreich in der Marktvorbereitung. Beziehungsweise in der ja, Handling von unterschiedlichen Watchlisten, Long, Short-Werte und so weiter. Sie sehen hier zwei Buttons drinnen. Und zwar, wenn man drauf schaut, sieht man hier Long und Short. Das heißt, ich kann mir hier aufgrund dieser Buttons, kann ich mir hier sagen, dieser Wert, der hat für mich eine Long Bias, den möchte ich gerne in eine Long Liste legen. Ich klicke hier drauf auf diesen Button und dann sieht man jetzt, ist der rot geworden. Geht jetzt auf einen anderen Wert, da habe ich nichts drinnen stehen. Ich sage aber wieder, aufgrund des Chartbilds geht der für mich eher in die Long Liste, den möchte ich gerne Long beobachten und klicke hier drauf. Dann gehe ich weiter, sehe irgendeinen Wert. Sagen, okay, der ist für mich auch interessant. Auf die Longliste. Den möchte ich in der Longliste drinnen haben. Es ist im Moment gerade schwer, etwas Short zu finden. Sagen wir halt, den möchte ich gerne in der Shortliste drinnen haben, weil der eigentlich grundsätzlich fällt der. Und da habe ich eher das Potenzial, dass dieser Wert hier noch weiter fällt, wenn er schon länger gefällt ist, überhaupt in einer starken Phase, wie wir jetzt sind. Und so weiter. Das heißt, Sie haben hier die verschiedensten Möglichkeiten, sich Long- und Short-Werte zurechtzulegen. Was ist das jetzt? Das sind hier Abbildungen von Instrumentlisten. Das heißt, man kann sich hier in den Einstellungen im Instrument Escort kann ich mir unterschiedliche Listen bauen.
Oder ich habe schon unterschiedliche Listen hier voreingestellt. Sie sehen hier eine lange, lange Liste von unterschiedlichen Listen, wo auch der Long- und die Short-Liste drinnen sind. Das heißt, wir haben hier die LP Futures, LP, was sind wir, die Long-LPs zum Beispiel. Klicken wir jetzt hier drauf auf die Long-LPs, dann sehen wir jetzt genau diese Werte, die in den Long-LPs, in diesen Long, in der Long-Liste drinnen sind. Möchte ich mir jetzt die Short anschauen, kann ich weiter runter scrollen und sehe dann hier drinnen diese Short-Listen. So, das ist jetzt hier meine, das sind meine aktuellen Short-Werte. Jetzt kann ich mir natürlich eine neue Liste einstellen, die nennen wir jetzt mal das sind die, das ist die unentschlossen oder wie auch immer man das. Die möchte ich mir zwar im Auge behalten, ich weiß aber nicht, wo die hingehen. Ich sage hier speichern, so, lösche mir das noch raus. So, ich sage hier entleeren, legen wir da mal eine Apple rein oder was auch immer. Man kann sich zwar hier von hier aus auch befüllen. So, okay, speichere ich mal ab. Gut. Das heißt, ich habe jetzt eine Long, eine Short, oh, viele andere, aber und eine unentschlossen. Und die möchte ich aber jetzt hier auch bedienen können. Das heißt, ich möchte hier in die Long-Liste etwas reinlegen, die Short-Liste etwas reinlegen, aber auch in diese unentschlossene Liste. Das heißt, ich lege mir jetzt, ich habe jetzt gerade eine Instrumentliste angelegt. Ich mache hier wieder auf. Ich gehe hier auf die Instrumentliste, wähle mir hier diese unentschlossene Liste aus. Das ist ganz einfach, die möchte ich beobachten. Die möchte ich immer sehen. Hol mir die jetzt rein. Diese unentschlossene Liste. Sag hier Apply. Vielleicht noch, die legen wir in die Mitte rein. So, und jetzt haben wir hier drei dieser Listen. Das ist die Short, das ist die Long und das ist die unentschlossen. Und wenn man jetzt durchgeht, kann ich jetzt sagen, okay, das ist für mich eine unentschlossen. Ich weiß nicht, ob wo der, geht der Long oder geht der Short. Ich möchte die beobachten und möchte die auch drinnen haben. Und kann mir so weiter meine Listen aufbauen. Legen wir da ein paar rein. Dies kommt in die unentschlossen, nicht mehr in die Long-Liste. Klicke ich hier drauf wieder nochmal, dann ist sie aus der, das ist auch so, klicke ich hier nochmal drauf, dann ist sie nicht mehr in der Long-Liste drinnen. Klicke ich hier nochmal drauf, ist sie nicht mehr in der unentschlossenen Liste drinnen und so weiter. Das heißt, einmal draufklicken, sobald es rot ist, ist es auch in dieser Liste drinnen. Ich gehe hierher, sage, das ist für mich unentschlossen. Ich gehe hierher, ist unentschlossen zum Beispiel. So, jetzt habe ich überall ein paar Werte drinnen und jetzt möchte ich die natürlich auch beobachten. Und hier haben Sie dann die Möglichkeit, dass man hier neue Chart-Container Listchart-Gruppe auswählt, dass man sich hier seine die Longliste reinholt. Mal, so. Short LPs, hier haben wir die Short LPs zum Beispiel. Möchte ich gerne sehen auf 5:15 eine Stunde. Jetzt werden diese Short LPs aufgemacht, das heißt die Liste, die Werte, die in der Short Liste drinnen sind. Es ist natürlich jetzt schon älter. Es sind einige Werte drinnen, die nichts drinnen verloren haben, aber nur, dass man ungefähr sieht. Das heißt, die hätten wir ausgewählt und man sieht auch hier, dass genau alle diese Werte auch auf Short hier in der Shortliste drinnen sind. Wir gehen hier auf Listchart-Gruppe. Wir wollen jetzt die Long-LPs auch sehen. Wo ist der? Das ist der, die Long-LPs. Wiederum dasselbe. Und das sind jetzt die ganzen Werte, die wir irgendwo auf Long zugeordnet haben. Und dann möchten wir auch noch die unentschlossen sehen. Chart-Container, Listchart-Gruppe. Das ist alles auch Funktionalität, das in der Mercury auch drinnen ist. Und Sie sehen hier dann drin, und wir wählen jetzt hier die unentschlossen aus. Oh, die unentschlossen, wo findet man die jetzt? Screen-Einstellungen. XTB, die unentschlossen, so, okay, wählen auch die aus. Jetzt haben wir die paar Werte drinnen, die wir vorher der unentschlossenen Liste zugeordnet haben.
Das heißt, hier können Sie dann extrem gut auch beobachten, welche Werte wo hier drinnen sind. Gehen wir jetzt wieder hier rüber auf diesen, dann sieht man auch, hier haben wir diese Unentschlossen-Liste drinnen und die möchten wir jetzt, die sieht man jetzt auch hier, wenn man jetzt hier durchgeht, weiß man ganz genau, in welcher Liste ist welcher Wert bereits drinnen. Und ich kann mit die jetzt aber auch zuordnen und sagen, das ist für mich ein Long-Wert. Hätte ich gerne in der Long-Wert-Liste drinnen. Den hätte ich wieder gerne in der Long-Liste drinnen, weil der so stark steigt und so weiter. Das heißt, relativ schnell kann man sich hier diese Werte auch zuordnen, aber auch sobald ich hier draufklicke, das ist jetzt hier die Amgen, sind die auch automatisch schon der Long-Liste zugeordnet. Das heißt, wenn ich den Scanner offen habe, klicke ich hier ganz einfach jetzt klicke ich nochmal drauf auf diesen Button, jetzt habe ich sie, jetzt ist sie nicht mehr drinnen, jetzt schaue ich rüber auf die Long LPs und die Amgen ist auch nicht mehr in dieser Liste drinnen. Das heißt, es wird automatisch abgeglichen, auch hier über diese Buttons. Sofern dieser Tab hier mit dieser Instrumentliste auch offen ist. Jetzt habe ich aber auch noch die Möglichkeit, und zwar das möchte ich Ihnen auch noch zeigen, wie man das macht. Es ist ja natürlich immer mühsam, jetzt runter zu scrollen, okay, ich möchte den hier drinnen haben und nicht mehr drinnen haben. Ich kann hier auch Shortcuts drauflegen auf diese, das heißt Tastenkombinationen. Das ist jetzt wirklich der letzte Punkt für heute, den ich Ihnen noch zeige. Dann haben Sie wirklich die volle Funktionalität des Action Bars hier gesehen. Das heißt, hier können Sie, wenn Sie das möchten, über die Einstellungen, über den Konfigurations-Escort, sieht man hier auch die Hotkeys. Okay? Das heißt Einstellungen, Konfigurations-Escort, Hotkeys. Und hier drinnen gibt es unterschiedliche Kategorien. Zwar hier können Sie Instrument-Lists auswählen. Und da sehen wir jetzt schon, was wir jetzt drinnen haben, was hier drinnen vorhanden ist, und zwar die Long-LPs, die Short-LPs und so weiter. Das können Sie hier mal einstellen auch. Und Sie sehen hier auch schon zugewiesene Werte, wie zum Beispiel Long-LPs ist die Umschalttaste 4, Short-LPs ist die Umschalttaste 5. Ich zeige Ihnen dann gleich, was das wirklich für Auswirkungen hat, wie schnell Sie eigentlich damit arbeiten können. Und jetzt legen wir noch eine weitere rein. Moment. Okay, das muss ich jetzt hier, die muss ich jetzt, kleinen Moment. Einen kleinen Moment. Okay. Gut. Still. Hier gehen wir dann nochmal hinein. Jetzt muss ich aber schauen, ob das schon abgedatet worden ist. Da könnte es sein, dass das hier noch nicht richtig abgedatet worden ist. Das muss ich mir jetzt anschauen, was hier zur Verfügung steht. Okay, jetzt haben wir sie drinnen. Das heißt, wir haben hier zugeordnet den Long-LPs und den Short-LPs, die Umschalttaste 4, Umschalttaste 5. Und ich hätte jetzt hier gerne auf diese Unentschlossen die Umschalttaste 8 zum Beispiel. Das heißt, Shift 8, drücke jetzt hier drauf auf Shift 8. Und dann, das ist Shift 8. Zuweisen, Shift 8 wegen Control 8, okay, das geht jetzt. Jetzt haben wir die Control 8. Aber, okay, das war die Umschalttaste. Jetzt haben wir Shift 8. Sie sehen auch hier, was hier passiert. Das heißt, ich habe jetzt diese beiden Tasten gedrückt, sage hier zuweisen und damit haben wir die Umschalttaste 8 auf die Unentschlossenen. Das heißt, wir haben Shift 4, Shift 5, Shift 8. Und wenn ich jetzt hier durchgehe,
und ich drücke auf Shift 4, wird automatisch die Long-Taste hier gedrückt. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr hier mit der Maus herumfummeln, sondern ich gehe hier, und das ist für mich ein Unentschlossener, hier drücke ich auf Shift 8, ist automatisch dieser Wert hier drinnen. Gehe hier weiter und ich kann jetzt natürlich darüber relativ schnell auch ein Bild machen, kann hier runtergehen und sagen, okay, das ist für mich jetzt wieder ein Long-Wert, Shift 4, das ist für mich ein, der ist nicht mehr unentschlossen, den möchte ich jetzt auf die Long-Seite geben, drücke einmal Shift 8, jetzt ist der Unentschlossen weg und drücke dann Shift 4 und damit ist die Long-Taste, die Long-Seite oder die Long-Liste wieder damit bedacht und so weiter. Das heißt, man tut sich hier extrem schnell, um über diese Tastenkombinationen sich seine Long-, Short-, Unentschlossen-Listen zusammenbauen, was immer man sich gerne zusammenbauen möchte, und hat danach diese ganzen Werte automatisch aber auch schon in diesen Scannern drinnen und ich kann damit dann schon sehr, sehr gut arbeiten. Also viel Funktionalität im Action Bar drinnen, viel an interessanter und sehr hilfreicher Funktionalität. Ja, und ich wäre eigentlich heute durch. Anscheinend habe ich das alles so gut erklärt, dass es keine Fragen mehr gibt. Sollte es noch Fragen geben, bitte jetzt stellen. Ansonsten scheint es nicht so. Bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend. Heute ist ja sehr warm draußen, das heißt Griller anwerfen und noch das eine oder andere Kotelett auf den Griller schmeißen oder ein Zucchini oder was auch immer. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, guten Appetit und ich freue mich, wenn ich das nächste Webinar wieder halten kann. Das wird in einem Monat sein und zwar wird es dann wieder um Fragen und Antworten von der Mercury beziehungsweise der Andromeda gehen, beziehungsweise in 2 Wochen haben wir auch wieder ein Special Event, wo es, soviel ich weiß, um Volumen versus, was war das, Marktrelationen dann geht. Okay, alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald. Vielen Dank.